Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist die Transferfolge, also die 22. Folge von der Karriere mit Dortmund. Und der zweiten Saison jetzt am Anfang. Zuerst werden wir mal ein Training schauen, wer wir so trainieren. Ein sicherer Fall, den wir trainieren werden, ist Gnabry nicht. Nein. Hier, Pulisic. Machen wir das hier. Dann Emre Mor. Machen wir auch wieder das, weil er nicht so gut kann. Hier, leicht. Präzision. Dann hier haben wir zu verbessern Merino. Ich mach das da. Dann haben wir noch. Wollen wir Julian Weigelöser, ist da schon ein bisschen zu gut. Hier könnten wir Ginter. Strenzel spielt eh nie. Maffeo. Was ist Strenzel? Ein Kreisverteidiger. Wieso trainiere ich dann Maffeo? Egal. Hier trainiert er mal das. Und noch Lafont trainiert das. Haben wir schon mal alle Trainingseinheiten, die wir jetzt bis zu den ersten Spielen machen werden. Das sind auch alles wichtige Spiele. Und jetzt kommt das Geilste an dieser Saison, nämlich die Transfere. Ich habe schon alle angefragt. Die sollen jetzt dann alle nacheinander kommen. Also die ich bis jetzt machen würde. Will ich ein Einladungsturnier machen? Das ist jetzt die Frage. Wir machen eins. 11, ich nehme das hier. Es hat meistens. Oder sage ich das? Ich nehme das. Asia Elite Cup. Wen haben wir so in der Gruppe? Wir haben Arsenal und die zwei kenne ich nicht. Okay. Wir schauen hier mal nochmal üben. Trainieren. Es wird eine etwas kürzere Folge heute. Moin, Leute von heute. Das erste Spiel, wir werden natürlich die ganzen Dings simulieren. Okay, da kommen die ganzen Anfragen zu Redewald. 6,5 Millionen. Da geht vielleicht noch ein bisschen runter. Probieren wir es jetzt schon mal mit 5. Wir können ja immer noch schauen, wie weit wir raufgehen. Nico Elvedi, 10 Millionen. Gehen wir mal auf 6 runter. Ich frage jetzt alle mal an. Schon mal. Bitterkaut möchte ich nicht. Warten wir doch. Das ist klar. Ja. Haben bestätigt, dieses Mal ist es egal. Die Wettbewerb ist eine großartige Möglichkeit für die Schirmgenerale. Nicht vergessen, die Vereine natürlich Werbung. Wo steht das hier? Was schätzen wir umso mehr? Das steht gar nicht. Ah, das steht gar nicht. 41 Millionen. Oh, scheiße. Da müssen wir auch nochmal schauen. Renato Sanchez gebe ich schon mal. Den müsste ich eigentlich bekommen. 15 Millionen. Kasper Dolberg, den holen wir ganz hundertprozentig. Fangen wir mal an mit 17 Millionen. Oder? Warte mal. 15,5 Millionen und wo ist hier Alexander Isak? Ja, Isak. Ist auch ein bisschen was wert. Machen wir mal 16 Millionen und Isak. Das sind, glaube ich, schon alle gewesen. Wir müssen natürlich schauen vom Ding her. Wir müssen aber auch ein paar Spieler verkaufen. Das ist klar. Was die kommende Pakete angeht, leider Shinji Kagawa. Okay, wir schauen mal, was sie machen kann. Götze hat sich verbessert. Guerrero können wir mal eine Auszeit geben. Müssen wir echt mal sagen. Der spielt sehr viel. Das ist aber auch gut, dass er so viel spielt. Okay, der erste Spiel gegen Al-Nassr. Sollten wir eigentlich gewinnen, würde ich sagen. Julian Weigel mit der gelben Karte. 1-0, Julian Brandt. Gut.
Letzte Mitte geben. 2:0 Dembele. Das ist schon mal sehr gut. 44. Minute. Pause. Auswechsel. Durm für Aubameyang. Okay. Brand verlässt sich. Ah nein. Durm mit dem 3:0. Und Guerreiro noch mit dem 4:0. Bitte Durm. Jetzt müssen wir alle richtig hart hoffen. Bitte Durm. Nicht zu lange. Nicht zu lange. Roman Bürki. 34 Millionen. Würde ich nicht sagen, weil wir etwas anderes probieren mit Roman Bürki. Ajax hat akzeptiert. Dolberg, was? Sie haben akzeptiert. 4 Jahre, ganz. Ja, das ist eine ganz klare Fall, dass wir das annehmen. Machen wir 5% Tor-Premium für ihn noch. Und. Rotationsspieler. Wichtiger Stammspieler eigentlich schon. Inakzeptabel Bayern. 19 Millionen. Na, müssen wir noch schauen. Müssen wir noch schauen. Borussia, ja, das war klar. Den, ah, Nicole W, die 10 Millionen. Dann können wir mal auf 7,5 raufgehen. Wir haben ja jetzt ein bisschen Cash. Arsenal, Vespa Arsenal, 6,5. Was habe ich geboten? 5. Dann 5,85. Vielleicht nehmen sie das ja an. Das wird ja eigentlich. Schirofell, 3 Tage. Boah, Stein vom Herzen. Ja, du hast ja gespielt. Hallo. Du hast ja gespielt, der Vogel. Was? Ah, okay. Spulen wir noch mal ein bisschen vor. Erste Match gewonnen. Das zeigt schon mal etwas. Transferangebot. Reimann. Ciao. 2 Torhüter. Kurzleihe. Wieso nur Kurzleihe? Nimmt ihr doch lange. Wenn ich schon die Möglichkeit habt. Und jetzt das 2. Spiel. Pierre Aubameyang. Okay, der ist unverkäuflich. Oder? Vielleicht bei 85,5. Würde ich nichts mehr sagen. Könnten wir uns ziemlich verstärken. Hallo? Ah, Transferangebot für Julian Brandt. Nein. Solche Angebote kann ich nicht annehmen. Und für Isak 2 Jahre kann ich eigentlich auch nicht annehmen. Ich zögere mal. Weil der ist ja für Dolberg. Dolberg hat akzeptiert. 16,5 und Isak. Perfekt. Dann haben wir einen neuen Top-Stürmer. Eine Verpflichtung. Und Nicole wird jetzt auch akzeptiert. Da geben wir dem mal 40.000. Der wäre ja hoher. Der wäre ja richtig viel Lohn. Kraschadut. 4 Jahre und Rotationsspieler. Würde ich jetzt auch sagen. Für die zweite Mannschaft sicher Stammspieler, aber. Fritsch, nein, du kannst nicht spielen. Ich kann nicht bei jedem Spiel alle Wünsche für jeden Spieler erfüllen. Julian Brandt. Spielen wir da knapp. Ich spiele jetzt wieder mal. Guerreiro kann auch wieder spielen. Und wir müssen noch mal schauen, wenn wir alle gekauft haben, also die wollen kommen, weil dann können wir nochmal auf die Wunschliste schauen. Da haben wir noch ein paar interessante. Gegen Al-Ahli. Aubameyang mit dem 1:0. Aubameyang, Pierre Aubameyang. Ja, Arsenal führt schon 2:0. Das Ziel 1:1. Rote Karte für 2:1. Was? Hallo, hallo, aufwachen, aufwachen. Wir verlieren 2:1. Arsenal gewinnt 4:0. Das heißt nichts Gutes. Das heißt nichts Gutes. Das heißt sogar sehr schlechtes. Oh, gut. Marino mit einer A. Boah, mit einer C. Das heißt gar nichts Gutes, würde ich sagen. Wir haben das akzeptiert! Sind die in der Birne bescheuert? Okay. Okay. Nicht ausrasten! Als ob die das akzeptiert haben. Wie behindert sind die im Kopf, Digga? Wie behindert kann man... Oh, ich raste richtig aus gerade. Richtig aus.
Also ob die noch akzeptiert, dann 85 Millionen. Ich kaufe mir jetzt... Ah, okay, okay. Julian Weigel, ganz sicher nicht. Julian Weigel, auch ein Top-Spieler. Helvetia hat akzeptiert, da haben wir einen neuen in der Mannschaft. Nico LW, die ganz ein starker Spieler. Eine neue Verpflichtung. Gehen wir mal in die zweite Mannschaft hier rüber. Ah, er ist ja gerade noch verletzt. Dolberg kommt ganz sicher rein. Für Ramos. Aber da kann Aubameyang für Ramos noch auf die Bank. Ah, Subotić ist wieder zurückgekommen. Der muss einfach noch ein bisschen warten, Subotić. Kommst dann auf die Transferliste und dann kannst du wieder gehen. Viel Spaß dann in deinem neuen Club. Schade, dass Nico war 5 Wochen, glaube ich, verletzt. Ja, wir müssen spielen. Wir werden auch spielen. Der bekommt jetzt aufs Maul, habt ihr gehört. Spaß. Der hat auch nur 1-0 gegen die Alis hier gespielt. Aubameyang, Alter, der macht immer in der 9. oder 10. Minute das Tor. Kranker Seed, kranker Dude. 2-0, Götze. Was? Gegen Arsenal gewinnen wir, aber so kleine, gegen so eine kleine Scheißmannschaft verlieren wir. Genau. Dembele mit dem 4-0 gewinnen wir. 4-0 gegen Arsenal. Aber gegen... Oh, ich könnte schon wieder flippen. Wieso bekommen wir gleich Manchester City? Das ist unfair. Ist nicht gut für unsere Mula. Oh, Digga. Nee, ich sag dazu gar nichts mehr. Oh, neben Subotić. Ja, ich würde schon sagen, also Unterwert können wir den nicht verkaufen, oder? Sagen wir 7. 1 Million höher, dann könnt ihr den haben. Sokrates ist seine, sagen wir jetzt mal, 40 Millionen schon noch wert, muss man sagen. Mit der 85, der spielt noch 4 Jahre. Akzeptiert. Ja, gut. Redwald. Also wir müssen jetzt sehr nochmal nachlegen. Hallo? Spieler auskuriert. Nicole Wedi ist schon okay. Was? Ja, den muss aber noch ein bisschen schon. Oder? Okay, ich schaue noch wegen dem Stürmer schnell. Ja, gut, die haben es akzeptiert. Viel Spaß wieder bei Köln. War, glaube ich, vorhin schon. Na, was macht ein Papier da im Sturm? Genau, spiel mit dem verletzten Mbappé. Ja, genau. Juckt sie nicht. Wo ist hier Dolberg? Dolberg, du musst jetzt spielen. Geh ran. Geh ran an die Mutterbrust. Einfach saugen. Einfach saugen. Ah, Transfer, hallo. Was gibt's für Top-Stürmer? Ich brauche Top-Stürmer. Haben wir ja noch einen auf der Wunschliste? Ich glaube nicht. Muss heißt nicht so top für so einen Top-Spieler, den ich will. Der Joshua Kimmich ist besser, aber kostet so die Hälfte. Ja, gut. Was wollte ich sagen? Wir fragen jetzt mal Joshua Kimmich. Anfrage. Und ein Stürmer. Immer noch ein Stürmer. Was gibt es für gute Stürmer? Stürmer, nur Stürmer in der Bundesliga. Was? Ein Schluck Ohr. Ja, nee. Wir brauchen einen richtig guter. Auch wäre gut ein bisschen älterer. Also ein bisschen erfahrener, würde ich jetzt eher sagen. Nicht älterer. Hier gibt es wahrscheinlich keinen, aber ich weiß, glaube ich, einen. Ah, oh, wie heißt der? Ich hab's vergessen. Ich bin so dumm. Ah, ja. Paulo Dybala. Das wäre natürlich... Boah, das wäre Bombe. Ich frag mal zuerst 75 Millionen. Der Typ ist krass. Der Typ 88 mit 23. Der Typ ist so krank. Das wäre natürlich... Boah, ich würde ausrasten, wenn er kommen würde. Das wäre für Dolberg nicht gerade das Beste, würde ich sagen. Aber muss halt durch. Zweite Mannschaft ist halt auch nicht schlecht.
Der wird auch die Baller kann auch jetzt jedes Spiel spielen. Gnabry mit dem 1-0, ganz stark. Das frühe 1-0, auf das habe ich gehofft. Gnabry 7. Minute. Auch der ist auch gut. Auch schon. Dolberg macht das erste Tor schon. Alex, bester Mann. Dolberg musst du immer spielen lassen. Brand kommt für Götze. Schlagen wir Man City. Wir schlagen sie vielleicht. Julian Brand mit dem 3-0. Das war wieder ein geiles Spiel. Wir stehen im Finale. Wir hauen sie einfach so vom Hocker. Gegen Arsenal wieder. Oh, Arsenal. Das wird gut kommen. Ich hoffe es schon mal. Oh, Merino kommt zu einer 79. Wollte schon 89 sagen, wäre ja krank. 79 natürlich. Oh ja, noch zwei, dann ist das Finale. Pressekonferenz, weil wenn ich Sokrates, nee, nicht für 25,5. Okay, komm, wir gehen ein bisschen, das ist mein 38,5 mindestens. Da kann der Redewald da spielen. Ihre Anfrage zu Joshua Kimmich, die haben im Moment auch kein Interesse. Welchen Spieler gibt es denn noch? Für ZM. Jakob, der kann gehen. Ciao. Viel Spaß bei. Keine Ahnung, wo das ist. Holland oder Schweden. 140! 140 Millionen. Ah! 140 Millionen. Nee, dann holen wir. Ich weiß noch wer. Eine Rückkehr von Robert Lewandowski. Das wäre ganz krank. Das wäre total krank. Anfrage. Ich probiere gerade mal mit 75 Millionen. Fangen wir mal mit 75 Millionen an. Wir hätten immer noch 40 Millionen. Ein 90er Stürmer. Ist zwar schon 28, aber juckt halt hier gar keinen. Juckt hier wirklich gar keinen. Hier ist das Finale gegen Arsenal. Die haben 4-0 gegen die gewonnen. Dortmund haben sie 4-0. Wir haben 4-0 gegen die gewonnen. Ah, jetzt spielen sie mit Reus und allem. Gibbs mit dem 1-2 für Arsenal. Jetzt spielen sie mit der Top 11. Reus, Sanchez. Ist da, wer der holen könnte? Bellerin. Nee, da haben wir schon gute da hinten. Auch jetzt geholt. Reus ist schon bei den. Haben die jetzt gerade Gnabry verletzt? Haben die jetzt. Nein, haben sie nicht. Hoffentlich für sie. 1-0 verlieren wir, aber ist auch nicht schlimm. So eigentlich. Okay, wir müssen es schauen. Was brauchen wir doch? Einen ZM-Ersatz wäre gut. Ah, jetzt macht das mit Birki noch. Mit Birki. Hätte ich schon fast vergessen. Birki, wo ist Birki? Was heißt mit Birki? Mit Timo Horn. Die 84 und hier da. Gegen Roman Birki. Vielleicht nehmen sie es ja an. Man weiß es nie. Hoffentlich. Und eigentlich sonst, wir haben so ziemlich jeden, den wir brauchen. Haben wir. Wir können uns natürlich noch Bauer holen. Kimmich wollen sie nicht geben. Wollen sie auch nicht geben. Musa Dybala. Wollen wir Bauer mal anfragen? Ich frage mal Bauer an. Anfrage an Bauer. Ist zwar wahrscheinlich ein richtiger Bauer, aber ist ja nicht schlimm. Dortmund interessiert Robert Lewandowski äußere an. Na Mann, ich hasse dich. 31 Millionen. Ich habe gesagt, unter 36,5 geht da gar nichts. Gar nichts. Wirklich gar nichts. Ich weiß, ich war gut. 2 Tage. Gut. Ja. Was willst du für ein Problem? Willst du gerade eins aufs Maul oder wie haben wir es da eher? In was könnten wir uns. Wir haben
so Top-Spieler. Links haben wir Gnabry, Julian Brandt. Vielleicht ein ZM. Okay, ZM. Sehr gut. Was ist ein sehr guter ZM? Ich weiß einen. Okay. Isco. Isco, 25. Läuft sogar in 12 Monaten ab. Dann fragen wir diesen hübschen Spieler mal allen. Nicht. Lafont, ne, was habe ich schon davon? Inakzeptabel. 126. Wieso wollen 7 Millionen? Okay, den nehme ich ganz sicher. Für 6 Millionen. Mal schauen, was sie da sagen. Da können wir sogar noch Max Kruse holen. Wäre am besten. Und ja, die Folge ist jetzt auch schon bald vorbei, weil der Transfermarkt schon bald schließt. Akzeptiert, Timo Horn, der kommt, was? Krasse Sache. 50.000, der wird, glaube ich, ein bisschen mehr lohnen. Krass. Sache. Jede Anfrage. Ja, komm schon. 50 Millionen, 55. Fangen wir mal an mit 55. Bayern, das war, wissen wir. 124 Millionen. 140 Millionen. Was denkt der, wer er ist? Gonzalo Castro, wenn der guter Preis. Ich weiß. Okay. Okay. Gibt 22 und dann weiß ich, wer wir auch noch holen. Von Liverpool. Er ist ihnen nicht so viel wert. Ja, dann selber schuld, ne? Möchte ich dazu nur sagen. Oh, Strenzel fast mit der 72 vielleicht noch? Heute noch? Ne, ich glaube nicht. Ah, der wird akzeptiert. Boah, wie viel geil will das? Will der Dude? Kann ich ihn überhaupt zahlen? Ne, kann ich nicht. Ich kann dem so richtig knapp. Boah, bist du ein Hurensohn. Ey, bist du ein cooler. Richtig cooler Dude. Timo Horn hat akzeptiert. Das heißt, wir müssen. Wie viel wollte der? 200 irgendetwas? Ah, doch, das geht noch. Digga, das ist ein richtig kranker. Ist Timo Horn schon im Tor? Ja, gut. Da muss ich jetzt hier auch noch reinfinden. Dieses Bremen hat akzeptiert. 15.000 pro Woche kann ich dir geben. Wenn du das willst. 4 Jahre Rotationsspieler. Robert, wir müssen schnell etwas machen. Nämlich Büro, Budget, wir müssen hier ein bisschen so. Ja. Gut, weil das wäre sonst ein bisschen Vereinswert von Dortmund erreicht. Danke. Ja, ich weiß, ich bin so gut. Mario Götze, da müssen mindestens 63 Millionen drin sein. Aber es werden sie nicht geben. Akzeptiert! Okay. Okay, dann holen wir jetzt schnell noch diesen Spieler, den ich noch im Köpfchen hatte. Wenn wir jetzt schon Castro verkauft haben. Nämlich. Ah, wir haben jetzt Isco geholt. Ah doch, egal, wir holen den. Egal. Emre Can auch ein sehr guter Spieler, auch von Liverpool. Dann können sie gar zu Castro da reintun, wo jetzt der lieber Can spielt. Das Italien abgerast, cool für dich. Wer ist das? Weggehen. Du kannst weggehen. Ist gar nicht so schlecht, habe ich gerade gesehen. XO, alles haben alle irgendwie akzeptiert. Immer noch 51 fucking Millionen haben wir. Auch annehmen. Und wir haben jetzt hier noch.
auch Emre Can. 29 Millionen. Probieren es mal mit 27,5. Wäre auch ein bisschen geil. Wir können hier noch mal trainieren. 1-0. Oh, Pulisic geht zu 80. Das ist richtig gut. Der wird auch richtig Stamm, Richtung Stamm 11. Finde ich gut. Ich finde der Spieler auch ganz schön gut. Was ist mit denen denn los? Krankes. Also wenn wir jetzt... Ja, okay, dann geht es, wenn wir jetzt Emre Can holen. Dann habe ich nichts gesagt. Shinji Kagawa. Für 30,5. Aber das werden sie nicht zahlen. Das sind 10,5 Millionen mehr. Du hast England abgegrast. Das ist gut für dich, würde ich sagen. Transferangebot für Sokratis, dann habe ich schon gesagt, der können die ja mindestens, der ist mindestens noch 40. Seine 40 ist er noch wert, muss ich sagen. Unter 40 werde ich ihn ganz sicher nicht geben. Akzeptiert! Emre Can. 110 Millionen. 1 Million, genau. Wichtig für die erste Mannschaft. Also ja, ja doch. Sind ja alle weg. Irgendwie. Juventus hat sich aber Götze für 63. Ah, was? Ja gut, jetzt haben wir dann gleich gar keine Spieler mehr. Ja gut. Wen haben wir denn hier noch im ZM? Ah, wir haben Guerrero noch. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Wenn wir jetzt beide holen könnten, wäre natürlich cool. Cool. Aber vielleicht noch ein bisschen schwul. Ja, bitte. 2,8, dann könnt ihr den haben. Den will eh niemand. Sokratis ist immer noch seine. Dann gehen wir mal 500.000 runter. Das können wir mal machen. Ah, geil, er kommt. Boah, meine Nase juckt gerade so ein bisschen. Gut, warte, ich muss mal schauen, was ich jetzt mache hier. Wo ist der? Emre Can, okay. Isco rein. Can auf die Ersatzbank. Dann hier. Redewald rein. LW, die ist Innenverteidiger. Für Kagawa rein. Okay. Und die können draußen bleiben. Bauer tun wir mal hier ein bisschen hoch. Für Fritsch. Und Merino hier, hör mal, für die Schüler. Dolberg hat natürlich den Ausbruch geschafft, weil niemand kommt und Ding ist gegangen. Und ja, das war's jetzt dann auch schon gleich mit der Folge. Da können wir nächstes Mal auch noch ein bisschen Transfers tätigen, weil wir noch wer wissen. Gut, die haben es akzeptiert. Spieler verkauft, aufgestockt, gut. Dann trainieren wir mal und dann war's es für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und ja, abonnieren nicht vergessen. Auch sicher wichtig. FF, boah, war das schlecht heute. Warte, ich muss mir noch schnell die Mannschaft anschauen. Ja, es passt so. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.